Es ist das längste Hundeschlittenrennen Europas. 1200 Kilometer durch Lappland. Und Marit Beate Kasin will es gewinnen. Es ist Ende Dezember, 9 Wochen vor dem großen Rennen. Obwohl es hier im südlichen Norwegen früh am Nachmittag dunkel wird, ist Marit mit ihrer Partnerin Susanna jeden Tag draußen. Dafür nehmen sich die beiden oft frei von ihrer Arbeit. Marit als Journalistin, Susanna als Ingenieurin. Denn jetzt läuft die heiße Phase des Trainings. Mensch und Hund müssen ihre Kondition stellen. Was sie bis jetzt körperlich nicht drauf haben, können sie sich kaum noch aneignen. Wir sind im Grunde 365 Tage im Jahr draußen. Ganz besonders jetzt im Winter. Da trainieren wir 5 bis 6 Mal pro Woche und das Tag und Nacht. Ganz besonders in den Monaten November und Dezember trainieren wir viel. Wir legen um die 5000 Kilometer pro Saison zurück. Das sind mindestens um die 35 Meilen am Tag. Also sehr viel für jeden von uns. Bei jedem Wetter und allen Temperaturen. Der Alaska Husky hat ein paar ganz bestimmte Rasseeigenschaften. So ist sein Herz im Verhältnis 2-mal so groß wie bei anderen Säugetieren. Und die CO2-Aufnahme 3-mal so groß wie bei Spitzensportlern. Das sagt alles über seine Laufeigenschaften. Man kann ihn nicht mit einem Familienhund vergleichen. Mit einem Labrador oder Cocker Spaniel. Er ist ein Spezialist. Der Tag des Rennens. Der Start ist immer am ersten Freitag im März. Alle Hundeschlittenteams sammeln sich ab Mittag auf dem Parkplatz der Universität Alta und bereiten ihre Gespanne vor. Die Schlitten sind 8 bis 12 Kilogramm leichte Metallkonstruktionen mit Kunststoff. Dann kommt der Tierarztcheck. Alle Hunde werden jetzt genauestens untersucht. Und zum Schluss muss ich nur noch einmal kurz dein Herz abhorchen. Das war's. Perfekt. Bereit für den Start. Und der beginnt ab 19 Uhr in der abgesperrten Fußgängerzone. Circa eine Woche. Über 1200 Kilometer und 12 Etappen wird das Rennen gehen. Jeder Mascher startet mit 14 Tieren. Hunde bei Verletzung gegen frische Tiere auszuwechseln, ist verboten. Man muss mit mindestens 6 Zugtieren ins Ziel kommen, sonst wird das ganze Gespann disqualifiziert. In Alta hatte das Rennen begonnen. Jetzt, nach dem ersten Checkpoint in Kautokeino, geht es über Jargul, Levajok, Tanabru und Neiden nach Kirkenes. Und später über Övre Pasvik, nochmal Neiden, Varangerbotn, Levajok und Karasjok zurück nach Alta. Die Strecke führt überwiegend über zugefrorene Flüsse, weil die Schlitten hier am besten vorwärts kommen. Die stärksten Hunde, Ero und seine Schwester Raven, laufen direkt vor dem Schlitten. Sie haben gelernt, Probleme mit den Leinen selbst zu lösen. Über seeartige Abschnitte des Alta Elf, einen der 4 nördlichsten Flüsse Europas, der im Hochland entspringt, aber auch über Canyons, Landbrücken und gefrorene Stromschnellen geht es in meist nordöstlicher Richtung nach Jargul. Ein Drittel des Rennens ist gefahren. Immer mehr Hunde haben jetzt Muskel- und Gelenkprobleme. Umso wichtiger ist Zeit zur Regeneration. Die Länge der Pausen ist den Maschern überwiegend selbst überlassen. Aber einmal 10 Stunden, die auch auf verschiedene Checkpoints aufgeteilt werden können, und einmal 16 Stunden am Stück sind vorgeschrieben. Bei 4 Grad plus statt sonst üblicher Minusgrade kommt Marit kurz vor 13 Uhr als 9. ins Etappenziel. Für die Jahreszeit ist es nicht zum ersten Mal ungewöhnlich warm. Deswegen kümmert sich Marit auch zuerst um frisches Wasser für die durstigen Tiere, denn sie sollen keinen Schnee fressen. Mittlerweile zeigt das Thermometer wieder 6 Grad minus. Wie hält man das über Stunden auf einem Schlitten aus?
Ich bin leider jemand, der sehr schnell friert. Aber ich versuche, mich viel zu bewegen. Ich laufe, stoße mich ab, setze meine Arme mit Skistecken ein, arbeite also viel mit. Damit halte ich mich warm. Und mit jeder Menge Kleidung. Ich sehe manchmal aus wie ein Ball vor lauter Kleidung. Viele Schichten Wolle, um mich warm zu halten. 6 Stunden wird Marit in ihrem orange-roten Kleiderball an diesem Mittwoch auf dem Schlitten sitzen und stehen, bis das nächste Etappenziel erreicht ist. Am Ufer des Flusses Tana liegt das Etappenziel Levajok. Aber hier wartet eine böse Überraschung auf die Masche. Das Rennen ist abgebrochen. Einen Abend vor dem Zieleinlauf, wegen der sich schnell ausbreitenden Coronavirus-Epidemie. Alle sind geschockt. Ein Freund klopfte an der Tür und sagte, dass der Premierminister beschlossen hat, das Rennen abzubrechen. Das heißt, wir müssen packen und verschwinden. Das ist so verrückt, aber leider wahr. Es gibt keinen Coronavirus hier am Fluss. Das ist bestimmt der sicherste Platz in der ganzen Welt. Die Mühen eines ganzen Jahres sind dahin. Enttäuscht packt jeder zusammen. Susanna macht sich auf den Weg, um Marit und die Hunde einzusammeln. Es macht keinen Sinn, weiterzufahren. Marit muss noch verarbeiten, was geschehen ist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so enttäuschend. Für uns und alle Teams, die hart dafür gearbeitet haben, nach Alta zurückzukommen. Ich hätte den Hunden gern das Erlebnis des Zieleinlaufs gegönnt. Jetzt mussten wir es hier machen. Aber ich glaube, sie sind happy. In wenigen Minuten sind die Hunde verladen. Dann geht es für Marit und Susanna auf 4 Rädern zurück nach Alta. Marit hat die Enttäuschung inzwischen verdaut und neue Pläne für die Zukunft. Eine der Träume, die ich habe, seit ich ein kleines Mädchen bin, ist, nach Alaska zu gehen und an dem Iditarod-Rennen teilzunehmen. Das würde ich immer noch gern machen. Vielleicht in ein paar Jahren. Und wir gewinnen dieses verrückte Rennen hier irgendwann. Mit Susannas Hilfe und ihrem neuen, jungen Husky-Team.